Hallo und herzlich willkommen zu unserem 20. Adventskalender-Türchen-Video. Hallo. Mal schauen, was uns Caroline heute eingepackt hat. Die Schweinchen sind auch schon ganz gespannt. Das ist wieder eine kleine Tüte diesmal. Ich würde fast auf Saaten tippen. Ja, ich auch. Und es sind Mariendistelsamen. Oder Distel? Distel. Mariendistelsamen. Ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen werden. Das kennen unsere Schweinchen auch schon und das mögen die relativ gerne. Aber ob einzeln, werden wir jetzt sehen. Da sind Saatenmix mit drin, ne? Ja, genau. Ich weiß auch gerade gar nicht, wofür die Saaten alle gut sind. Können wir aber auch nochmal oben einblenden. Okay, 4 von 6 Schweinchen sind begeistert. Milka hat gar keinen Bock. Lieber ein bisschen Heu. Und für uns sind auch wieder Sachen dabei. Woo! Ja, wieder ein paar mehr KitKats. Warte, ich muss irgendwie auf die Hand legen. Also wir haben wieder die japanischen KitKats mit dabei. Wieder hier Apfelzimt, Käsekuchen und Pudding. Plus nochmal wieder ein Snickers. Ja, cool. Mittlerweile haben wir wirklich viele Snickers. Oh, Hine kommt auch noch mit dazu, die süße Maus. Stell dich mal diesmal nicht neben Nami, die zickt nur rum. Unsere kleine Zicke. Also Hina liebt auch Saaten über alles. Bumi ist auch immer direkt am Teller, Nami auch. Und Shiroi geht so. Aber die scheinen wohl richtig gut anzukommen, ne? Habt ihr schon mal Mariendistelsamen probiert? Oder Distel? Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Mann. Wir haben aber auch immer ein Problem mit der Aussprache, oder? Ich kenne das schlimmer, weil, also blöderweise als beides. Ich kenne welche, die sagen, das ist eine Distel und ich kenne welche, die sagen, das ist eine Distel. Ja, aber ist Distel nicht mit IE? Wird das überhaupt mit IE? Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das aber nur eine Handelpflanze ist. Das ist halt. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das richtig heißt. Aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt gelernt Topinambur, Echinacea und Petersilienstiele. Sagst du das auch nochmal? Was Petersilienstiele? Alles? Warte, was war nochmal? Echinacea? Echinacea? Und was war das erste, was du gesagt hast? Topinambur. Topinambur? Ja. Okay. Topinambur finde ich auch gar nicht so schlimm. Ja, jetzt muss es nur noch jemand sagen, ob wir das richtig ausgesprochen haben. Bestimmt nicht. Ich glaube auch nicht. Naja, egal, wir bekommen das schon hin. Diesmal habe ich es aber auch wieder gut gemeint mit den Saaten. Die gibt es nachher noch in einem Mix, glaube ich. Nami, sei lieb bitte. Versuchst du gerade Gummi zu... Mit dem Finger vor der Scheibe zum Dreh zu animieren vielleicht. Genau. Ich wollte verarschen sagen, aber das klingt ja zu verunsichern. Telepathisch den Befehl zum Drehen geben. Ja. Vielleicht macht er das ja. Wenn du das nur oft genug machst. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja, das würde man sehen. Guck mal, das war schon ein halbes Drehlicht. Ja, weil er zum Essen Teller wollte. Aber er hat immerhin überlegt, was er jetzt machen soll. Ja, aber dann hat ihn das doch nicht weiter interessiert. Nee. Ja. Und falls Hinas Auge jetzt ein bisschen matsch aussieht, das kommt mit durch ihre Erkältung, sag ich jetzt mal. Die bekommt täglich 2x Tropfen und deswegen sieht das ein bisschen matschig aus. Nee, kleine Sorgenschweinchen. Kriegen wir aber hoffentlich mit den Medikamenten auch wieder in den Griff. Ja, das hoffe ich sehr. Also die haben schon sehr gut angeschlagen und das wird immer besser. Ne Maus? Bist eine feine Maus, ne? Die nicht weiß, was sie möchte. Außer sie ist wirklich unsicher, was sie jetzt vorhat. So, soll ich da jetzt hingehen? Soll ich zum Heu? Wohin soll ich? Hm? Ja, aber Shiroi hat sich direkt da hingelegt, auch schön den Napf, und sie gönnt sich richtig. Also das scheint wohl richtig gut zu schmecken. So Saaten habe ich auch noch nicht probiert. Ich auch nicht. Ich glaube, die kann man essen, oder nicht? Auch als Mensch. Ja klar, Leinsamen mache ich mir ja manchmal so ins Müsli. Ja, das ist ja gut für den Magen. Chiasamen ja auch, so vielleicht auch sowas. Ja genau, gut für den Darm. Oder auch bei den Leinsamen, ist gut für die Verdauung, ne? Ja, genau, sind wichtige Öle drin oder so. Oh, schon wieder Halbwissen. Oh, Ruki. Da legt man sich rein, nicht rauf. Genau, du.
Und sie so, ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Wir haben das Geschenk da hinten drin, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, auf jeden Fall. Ja, das sieht man, man hat auch Rupi dann drauf gesehen. Eigentlich soll ich schon da ja rein, weil es eine Kuschelhöhle ist, aber zumindest Shiroi und auch Rupi gehen da ja immer einfach oben drauf. Ja, und wenn da schon eine Mulde drauf ist, dann legt sich Nami oder Milka da auch gern drauf. Er sagt, jetzt geht da gefühlt kein Schweinchen mehr rein, die gehen alle nur noch da drauf. Ja, das ist aber eine Kuschelhöhle für drinnen, Rupi, Schatz, ne? Das Schlimme ist, wenn da jetzt ein Schweinchen reingeht, boxt er das dann nicht ganz nach oben und dann legt sich manchmal trotzdem ein Schweinchen oben drauf, obwohl ein Schweinchen drin ist. Ja, und dann wird die ganze Zeit rumgemeckert. Das ist schon ein bisschen niedlich. Und Hini ist ein bisschen heu. Okay, also diese Saaten, die kommen deutlich besser an als die Selleriesaaten. Die Selleriesaaten war ja das kürzeste Video überhaupt. Ich glaube, das toppen wir jetzt auch nicht mehr. Und ich auch nicht. Also mit guten 3 Minuten. Hast du wieder Angst ums Auge? Ja, weil das so hoch steht. Ach, Hina schafft das schon. Genau, erstmal schön wieder sagen, ne? Süße Maus. Naja gut, was hatten eure Schweinchen heute im 20. Türchen? Das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja auch immer gespannt. Und vielleicht ist das eine Inspiration für nächstes Jahr, weil das ist jetzt schon der 3. Kalender in Folge und ich denke, ab 3 ist es schon Gewohnheit, ne? Also wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eingeben. Vielleicht dann dieses Mal auch wieder mehr auf Instagram, mal gucken. Das müssen wir auch jedes Jahr machen, weil dadurch ja erst YouTube zustande kam. Ja, stimmt, ist schon eine kleine Tradition. Na gut, eigentlich wollte ich euch jetzt noch einen Zeitraffer geben, aber da sich kein Schweinchen mehr für die Saaten interessiert, sondern wir wieder die Heukis sind, ist das auch egal. Gibt's ja keinen Zeitraffer heute mal. Genau. Na gut, dann sehen wir uns morgen beim 21. Türchen. Und wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Mal gucken, was die Woche so bringt. Guck mal Bumi jetzt an. Der ist da auch drüber gelaufen. Was ist da los mit den Schweinchen? Solche Schweinchen, ey. Ja, die haben sie nicht mehr alle. Ja, genau, Bumi, du. Und jetzt legt er sich hin. No. Willst du nochmal einen Dreh dich machen, Maker? Ist halt schon ein bisschen. Oh. Ja, die kleine Maus kann auch dreh dich. Aber ich habe jetzt leider nur nichts für dich. Du kannst einen Marien-Distelsamen nehmen. Meinst du, sie checkt doch? Nope. Ja, jetzt denkt sie, jetzt habe ich dreh dich gemacht und bekomme dafür nichts. Und tschüss. Jetzt ist sie maulig. Ja. Na gut, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Türchen. Tschüss. Tschüss.